So, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Nürnberg. Am Ende hier ein 2:1 Erfolg. Für die Gäste am heutigen Abend spielten außerdem Holstein Kiel im SV Duisburg 2:0, Rot-Weiß Essen Hertha BSC 0:3, Hannover 96 gegen Mainz 05 0:1 nach Verlängerung, der KSC unterliegt Schalke 04 0:2, die Bayern schlagen Ingolstadt 6:0, der VfB Stuttgart gewinnt gegen den FSV Frankfurt 3:0 und die Partie Eintracht Frankfurt gegen Kaiserslautern ging vorhin mit 0:0 in die Verlängerung. Jetzt zu dem Spiel hier bei uns im Sparkassen Erzgebirgsstadion. Das Fazit von Gästetrainer Dieter Hecking, bitteschön. Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ja, ich glaube, es war das erwartet schwere Spiel für uns. Ich glaube, dass Erzgebirge Aue phasenweise, gerade in der ersten Halbzeit, die bessere Mannschaft war. Ja, wir haben uns das selber schwer gemacht. Wir waren in den Zweikämpfen, gerade was unsere Offensivspiele angeht, überhaupt nicht präsent. Ja, das haben wir Gott sei Dank dann zum Teil zumindest korrigieren können in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, im Vorfeld hat Aue uns einen heißen Tanz versprochen, den haben wir bekommen. Aber, und das muss ich der Mannschaft dann als Kompliment weitergeben, ja, wie sie sich dann angefangen hat zu wehren. Und wenn ich sehe, mit welchen Küken wir heute auf dem Platz gestanden haben zum Schluss, das sind wichtige Erfahrungen für sie, dass sie dann so ein Pokalspiel ziehen, dass sie sich dann nochmal wehren müssen, dass sie diese Erfahrung mitnehmen dürfen, ja, dass das nicht alles rund aussieht, dass es fußballerisch nicht gut war. Darüber brauchen wir gar keinen Mantel des Schweigens zu heben, das wissen die Jungs selber. Ja, aber sie müssen an diesem Erfolg können sie auch wieder ein Stück weit wachsen. Und das war das Wichtigste, was wir mitnehmen, neben dem Weiterkommen, neben dem bisschen mehr Geld, was jetzt in der dritten Runde kommt. Und deshalb bin ich schon zufrieden, auch wenn nicht alles rund läuft im Moment. Albert Puniaku ist jetzt der 9. Spieler, der mir verletzt ausfällt. Das führt natürlich alles dazu, dass wir nicht so rund spielen, wie ich mir das als Trainer gerne vorstellen würde. Trotzdem, das soll nicht als Entschuldigung gelten, Aue hat richtig gut gespielt, hat uns alles abverlangt und ich glaube, wir hätten uns am Ende auch nicht beschweren können, wenn hier ich als Verlierer gesessen hätte, aber so ist dann der Pokal. Wir haben in den entscheidenden Moment die Qualität gehabt, 2 Tore zu machen. Das haben beide Spieler sehr, sehr gut gemacht, Alex Esfer und auch Julian Wiesmeier. Und das zeigt dann schon, dass die Jungen eine gewisse Abgezocktheit haben und deshalb ist man dann eine Runde weiter. Und ja, für den weiteren Verlauf von Aue der Saison alles Gute. Dankeschön. Dankeschön, Dieter Hecking, Remo Schmidt. Ja, erstmal auch Glückwunsch an das Weiterkommen für den 1. FC Nürnberg. Dieter Hecking hat das angesprochen, die Qualität. In der 63. und 67. Minute sind wir praktisch ausgenockt worden. Ich wollte mit der Aufstellung auch ein Zeichen setzen, dass wir heute gegen so eine junge, dynamische Nürnberger Mannschaft auch eine junge, dynamische Auermannschaft gegensetzen. Und das hat über weite, weite Strecken hervorragend funktioniert. Die Struktur hat gepasst, wir waren präsent in den Zweikämpfen, bissig, wir haben gut nach vorne gespielt, uns Möglichkeiten erspielt. Mit dem 0-0 zur Halbzeit, das ging in Ordnung. Vielleicht hier und dort mit etwas mehr Biss, Zug zum Tor, das haben uns die Nürnberger eben in der einen oder anderen Situation besser und klarer vorgemacht, wie das geht, dass ich da nicht nochmal einhake. Klinge nicht nochmal nach hinten wegkapp, sondern den Ball bringe oder Jan Hochscheid in der ersten Halbzeit diesen schnell ausgeführten Eckball, wo dann daraus ein Konter entsteht, da muss ich einfach schießen. Das haben uns die Nürnberger vorgemacht, wie das geht. Und zweite Halbzeit nahtlos angeknüpft, war so eine spielentscheidende Phase, so um die 60. davor, danach, und da fällt das 1:0. Und das wird zu früh das 2:0 bekommen, wenn wir das enger halten können. Davor hatten wir große Möglichkeiten. Ronny König, wenn dort ein Schritt eher da ist wie in Hamburg, da steht es 1:0 für uns. Unterm Strich, wir haben sehr viel investiert heute in das Spiel wieder, wie am letzten Sonntag. Und natürlich sind wir traurig, die Spieler mit hängenden Köpfen vom Platz. Auf der anderen Seite können wir auch stolz sein. Zum einen, hervorragendes Publikum heute. Das war richtig Pokalatmosphäre. Das hat die Mannschaft nochmal, auch das letzte nochmal rausgekitzelt, dass wir mit diesem Anschlusstreffer, das 2:1, da nochmal alles mobilisiert haben. Zum anderen, dass wir mit so einer Leistung mit breiter Brust auch nach Paderborn fahren können. Und es geht halt diese Leistungen, ich habe es immer gesagt, wir können jede Mannschaft in der zweiten Liga, jeden Gegner, da gibt es ein bisschen Unruhe, in der zweiten Liga schlagen.
Das heißt, die Tagesform, die Abendform wie heute. Und das müssen wir jetzt konservieren. Das wird sicherlich schwierig. Was wir leisten können, haben wir heute gezeigt. Jetzt gilt es, ja, Kopf frei zu machen. Die Enttäuschung muss sich in Grenzen halten. Natürlich hat uns das für den Verein auch, dieses Weiterkommen, die Finanzen richtig geholfen. Aber es sollte nicht sein, jetzt brauchen wir die 3 Punkte in Paderborn. Die gibt es zu holen, zu erarbeiten, zu verdienen gegen starke Paderborner. Und das gilt es jetzt vorzubereiten. Danke. Vielen Dank, Gregor Schmidt. Und damit ist die Fragerunde eröffnet. Und die eröffnet Wolfgang Konitzke von der Morgenpost. Ja, Herr Schmidt, Sie haben sich heute wieder als Rotator bewiesen. Nummer 1 war Marc Henze, der wurde gar nicht im Stadion gesehen. Ist der Leistungsträger krank? Oder was können Sie zu dieser Personalie sagen? Die Personalie Marc ist zum einen ist er mit dem Herzen bei uns gewesen und hat sich mit Sicherheit das Spiel angeschaut. Und wir werden heute Abend auch noch telefonieren miteinander. Wir haben gestern ein sehr konstruktives Gespräch geführt, der Marc, der Teammanager Günter Boroczynski und ich als Cheftrainer. Und haben gemeinsam entschieden, dass ähnlich habe ich das ja auch mit dem Adli Lachep gemacht, ihm eine Pause zu geben, zu schenken, einfach wieder ein bisschen dort den Kopf frei zu bekommen, den Druck ein Stück rauszunehmen. Und dann, weil er am Wochenende sowieso ja nicht spielfähig ist mit der gelb-roten Karte, dort gestärkt aus diesen 2-3 Tagen rauskommt und wieder uns zu holen steht. Dann schön rüber Schmidt, gibt es weitere Fragen? Herr Konitzke möchte nochmal. Vielleicht doch noch dann am Ende der letzten 20 Minuten mit den Wechseln. Im Nachhinein ist man immer klüger, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Routine vielleicht gebracht hätten, vielleicht hätte man das Ding noch biegen können. Sie wissen aber genau es nicht. Auf was jetzt? Also, was ist Routine? Dein Rigo, habe ich schon gebracht. Ist doch Routine. Oder auf noch was noch? Zu spät. Bitte das Mikrofon benutzen. Wenn solche Ramay, dann hätte man doch Kern proben müssen. Ja, von der Tribüne sieht das ja immer auch entspannt aus. Ja. Man macht sich ja auch unten Gedanken und der Maikönige hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Und ich habe gesehen, er hat sich da ein bisschen ja, totgelaufen und dann wechselt man Alban Ramay, der genau dieselben Stärken hat, dynamisch, schnell ist. Und der Enrico hat dann die Partnermarke nochmal übernommen für das Center, für die zweite Offensivposition. Und das ist doch in Ordnung. Nur noch die Nachfrage. Also Sie sind der Auffassung, dass Sie eben mit der jungen, dynamischen Mannschaft, diese Kükenauswahl, wie der Heidi das genannt hat, in Nürnberg gegengestellt haben, heute die richtige Entscheidung getroffen. Ist das eine Feststellung oder eine Frage? Frage. Tja, wir haben das Pokalspiel jetzt gespielt, da kriegt man viele Glückwünsche für die Leistung und jetzt gilt es, den Liga-Alltag wieder vorzubereiten. Und da brauchen wir alle, die vielleicht auch heute nicht im Kader waren. Wir müssen uns strecken und die Spiele haben viel Kraft gekostet. Und am Samstag wird vielleicht auch das Gesicht ein bisschen geändert. Und es hat schon auch bestätigt, wo es vielleicht auch in Zukunft hingehen kann. Ohne zu sagen, es geht nur mit der Jugend, wir brauchen auch diese Erfahrung vom Enrico oder anderen Spielern und weil diese Abgezocktheit, die brauchen wir dann eben vom Tor oder hinten auch. Kehle Riedel von der Freien Presse. Rico, wie weit ärgert es dich, wenn du halt siehst, die Nürnberger schießen 3-mal aufs Tor und treffen genau und deine Spieler bemühen sich, geben alles, schießen gefühlte 10-mal aufs Tor und strahlen nicht annähernd diese Gefahr aus bei den Schüssen. Wie sehr ärgert dich das? Was kann man da machen als Trainer? Das muss man in den Liga-Alltag mit reinnehmen. Ja, und dann das eine oder andere vielleicht auch abschauen. Nicht ganz so zögerlich in der einen oder anderen Situation. Wir haben ja auch geschossen, auch in der ersten Halbzeit. Und dann gehört natürlich auch das Quäntchen Glück. Es war ein
trifft den Ball optimal und er geht hinten lang wie ein Strich rein ins Triangle. Ist ein Traumtor. Ja? Und wir hatten auch gute Möglichkeiten und das ist eben, wurde gerade eben angesprochen, die Qualität. Da müssen wir dran arbeiten, an der besseren Qualität dann auch das zu pressen, dass wir ein Tor schießen. Wir haben heute ein Tor geschossen, wir wussten, Nürnberg hat Sorgen auch in der Verteidigung und haben viele Spielnetze, konnten kaum noch ein Spiel zu Null spielen. Das hat sich heute wieder bestätigt. Leider zu spät. Eher das Ding pressen, dann gewinnen wir vielleicht das Spiel. Aber wichtiger sind die drei Punkte, wenn uns das gelingt in Paderborn. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Gegen den Club in der nächsten Runde spielt, das gibt es am Sonntag ab 17 Uhr live in der ZDF-Sportreportage. Die Auslosung zuvor müssen beide Mannschaften am Samstag ran. Die Veilchen, Rico Schmidt sagt es eben, beim SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg, beim FC Bayern. Beiden Mannschaften viel Erfolg und allen eine gute Heimreise. Guten Abend.